Shuyoka möchte anscheinend mal wieder Aufmerksamkeit von mir. Denn sie hat vor kurzem ein Video von mir striken lassen und mich auf Twitter angebieft. Nachdem Shuyoka nämlich vor kurzem einen Fake News Post des Accounts Ibnim Karim repostete, schrieb ich dazu: Shuyoka äußert sich mal wieder zu einem Thema, von dem sie keine Ahnung hat. Und repostet dabei Israel-Hass und Fake News. In dem Post von Karim wird hier nämlich von einem Genozid gesprochen, der von israelischer Seite ausgehen soll. Eine Behauptung, die nach Prüfung des IGHs nicht bewiesen werden konnte und auch sonst auf keinerlei faktischen Grundlage basiert. Ich rechnete daraufhin eigentlich mit keiner Reaktion von Shuyoka, da sie mich ja bereits seit Monaten auf Twitter blockiert hat. Allerdings hat sie wenige Stunden später tatsächlich geantwortet. Und sie schrieb: Bitte blamier dich nicht mit einem Thema, von dem du keine Ahnung hast, nur weil du Huch nachplapperst. Meine erste Frage daraufhin war: Hat mich Shuyoka jetzt wirklich entblockiert? Sonst hätte sie ja schlecht unter meinen Tweet schreiben können. Ich klicke also auf ihr Profil und sehe: Shuyoka hat mich anscheinend wirklich für kurze Zeit entblockiert, um diese Antwort zu schreiben, und danach direkt wieder blockiert, so dass ich ihr nicht mal darauf antworten kann. Inhaltlich kann man leider nicht viel dazu sagen, außer dass man diesen Satz auch sehr schön umdrehen kann, nämlich: Bitte mach dich nicht lächerlich mit einem Thema, von dem du keine Ahnung hast, nur weil du Terrorverteidigern auf TikTok nachplapperst. Auf die Antwort von Shuyoka hin kamen natürlich auch ihre Hihim-Schoßhündchen, um ihre Herrin zu verteidigen. Am lustigsten hierbei war aber tatsächlich ein als She-Her gelesener Account namens Lalea. Sie schrieb nämlich: Geh Gras anfassen, du Scheidenstreifling. Und für alle, die denken, dass das jetzt eine vulgäre Beleidigung gewesen wäre, das ist tatsächlich nicht der Fall. Ein Scheidenstreifling ist ein einheimischer Pilz. Keine Ahnung, was sie mir damit sagen sollte, anscheinend bin ich so einer, aber ich habe es auf jeden Fall mal in meine Twitter-Bio aufgenommen. By the way, falls ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Auf Twitter ging die ganze Sache dann so weiter, dass dieser Ibnim Karim Shuyoka gefragt hat, was denn hier abgeht, und sie antwortete: Der hetzende Huch hat dich als Schwurbler bezeichnet und versucht wieder einmal, mich in eine antisemitische Ecke zu stellen. Schön finde ich hier, dass man nochmal dazu gesagt hat, der hetzende Huch, sonst hätte ich gar nicht gewusst, wen von den ganzen Huch sie eigentlich meint. Eine weitere wirklich komische Aktion von Shuyoka war es auch, dass sie vor kurzem jeden User, der bei mir in den Chat geschrieben hat, bei sich hat sperren lassen. Und das Beste, so möchte sie jetzt nicht nur bei mir vorgehen. Denn sie hat in einem Stream dazu das hier gesagt: Ich habe neuerdings ein bisschen Verstärkung für Turtle im Mod-Team. Die sperren hobbymäßig Leute, die in anderen Chats beleidigend sind. Und wenn dann dort halt in den Chats Leute auffallen, die was Transfeindliches oder generell was Queerfeindliches schreiben, die was Rassistisches schreiben, was Frauenfeindliches, einfach so Schmutz, den man nicht in seiner eigenen Community haben möchte, dann haben sie jetzt den Freifahrtschein, die Accounts einfach schon mal provisorisch zu sperren. Okay, eigentlich dachte ich immer, dass mein Chat ziemlich gut moderiert wird und Beleidigungen schnell gelöscht werden. Aber vielleicht ist ja an dem Tag einiges durchgerutscht. Also schauen wir uns mal ein paar Benutzer an, die bei ihr gebannt wurden. Die haben ja bestimmt bei mir dann total schlimme Beleidigungen in den Chat geschrieben. Fangen wir an mit Feli. Okay, ich blende euch einmal ihren gesamten Chatverlauf während der Reaction ein und ihr könnt bewerten, wie schlimm ihr die Beleidigung fandet. Also sie hat Shuyoka legit noch mehrere Male verteidigt und trotzdem wurde sie bei ihrem Chat gesperrt. Aber vielleicht ist es bei ihr ja auch die Kontaktschuld, weil sie bei mir Mod ist. Also schauen wir uns mal einen anderen User an, der bei mir kein Moderator ist. Nämlich Kalle89. Der wurde ja auch bei Shuyoka gebannt. Welche schlimmen Beleidigungen hat er jetzt so geschrieben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe da jetzt keine Beleidigung. Und prinzipiell wäre es mir auch erstmal vollkommen egal, wen sie bei sich im Chat sperrt. Die meisten davon würden da eh nie reinschreiben. Aber wenn man jetzt im Nachhinein noch davon spricht, dass man nur Leute bannt, die beleidigen, ist das ja schon irgendwie eine Unterstellung. Aber kommen wir jetzt mal dazu, dass Shuyoka ein Video von mir hat striken lassen. Ich hatte nämlich vor kurzem auf meinem Zweitkanal, den ihr unbedingt abonnieren solltet, eine Reaction auf Shuyokas Stream hochgeladen, in dem sie über ihren aktuellen Beef und die Rechtsstreitigkeiten spricht. Hierbei habe ich natürlich eine Quelle angegeben und da ich immer wieder meine Meinung zu den von ihr vorgetragenen Punkten gesagt habe, sollte das auch ein zulässiges Gesamtzitat sein. Ich war in meiner Reaction jetzt auch nicht super böse, ich habe sogar mehrfach versucht, Sachen noch positiv hervorzuheben. Wir werden jetzt hier keine Hate-Reaction draus machen. Ich werde nicht versuchen, irgendwie auf Krampf immer böse Sachen über sie zu sagen oder so. Okay, das klingt tatsächlich erstmal gut, weil genau sowas hätte ich Shuyoka auch empfohlen, dass sie raus aus dieser ganzen Internetgeschichte und so weiter soll.
Nun ja, am nächsten Morgen hatte ich einen Copyright-Strike von Shuyoka. Und das, obwohl das Video lustigerweise nicht mal mehr online war. Kurze Zeit nach dem Veröffentlichen habe ich es wieder auf ungelistet gestellt, da ich gesehen habe, dass ich ein Copyright-Problem habe, wegen der von ihr verwendeten Hintergrundmusik und ich das erst per YouTube-Editor rausschneiden wollte. Trotzdem wurde mein Video gestrikt und ich habe Stand jetzt einen Copyright-Verstoß auf diesem Kanal. Da ich mir von Shuyoka aber natürlich nicht meine Meinung zensieren lassen möchte, werde ich bei YouTube eine Gegendarstellung einreichen und sobald die durch ist, die Reaction erneut hochladen. Ich muss vorher nur noch einen Weg finden, wie ich die Hintergrundmusik von Shuyoka da ausblenden kann, damit ich mit der Reaction auch Werbeeinnahmen mache. Und jetzt aktuell hat es auch noch einen weiteren getroffen, der einen Copyright-Strike von Shuyoka bekommen hat. Nämlich ein Account namens Aaron Dubstep Music auf Twitter. Der hatte nämlich vor kurzem ein Update dazu gepostet, wie jetzt der Stand mit dem Shuyoka-Video zu Tobias Huch ist. Um euch da auch noch kurz abzuholen, Shuyoka hatte ja seit Monaten angekündigt, dass von ihr ein langes Video gegen Tobias Huch kommt, in dem sie alles auspackt und ihn faktisch argumentativ zerstört. Vor ein bis zwei Wochen meinte sie dann, dass das Video fertig abgedreht wäre und nach dem Schnitt bald online kommt. Es kam aber mal wieder nichts online. Und sie begründete das auf ihrem Discord-Server damit, dass das Noise Gate während der Aufnahme falsch eingestellt gewesen wäre, man einige Worte jetzt nicht richtig versteht und die Rohaufnahme unbrauchbar ist. Sie schrieb dann aber noch, dass das daran läge, dass sie jetzt alles neu verkabelt hat. Was halt nicht so viel Sinn ergibt, weil ein Noise Gate eigentlich rein softwareseitig agiert und mit der Verkabelung überhaupt nichts zu tun hat. Genau das schrieb Aaron dann auch in seinen Tweet und hängte dabei das Video von Shuyoka an, welches sie selber in ihren Discord gepostet hat, um eben zu zeigen, wie das Noise Gate eingestellt war. Und um ehrlich zu sein, klang das Noise Gate nicht mal so falsch eingestellt. Ich zeige euch mal einen kurzen Ausschnitt und verlinke euch das gesamte Video von Shuyoka, damit ihr euch selber ein Bild davon machen könnt, wie das so klang. Im Jahr 2023 wurden über 900 Videos über mich oder zu mir veröffentlicht. In meinen Gesprächen mit meinem Anwalt kommen dann auch das erste Mal die Aussagen von Tobias Huch zur Sprache. Nun ja, dass Aaron Dubstep Music dieses Video, welches Shuyoka selber in ihren Discord gepostet hat, nun auf Twitter gepostet hatte, fand sie offenbar so schlimm, dass sie ihm dafür direkt einen Strike reingedrückt hat. Also dieses Video hier zu zeigen, war doch für den Kontext einfach wichtig. Und in dem Tweet wurde ja auch nicht beleidigt oder so. Deswegen jetzt jemanden striken zu lassen, ist doch einfach super ekelhaft. Auch juristisch dürfte das gar nicht problemlos möglich sein. Aber vielleicht ist ja gerade das der Grund, warum man das jetzt vermehrt mit kleineren Accounts macht. Nun ja, Shuyoka macht also mal wieder Shuyoka-Dinge. Sie sagt Sachen, die keinen Sinn ergeben und wenn man sie dann dafür kritisiert, bekommt man einen Strike. Denn anders lässt sich eine antifeministische Hetzkampagne, für die man auf keinen Fall selber verantwortlich ist, ja auch nicht stoppen. Also, schreibt eure Meinung zum Thema gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und folgt mir unbedingt bei Instagram. Wir sehen uns.